Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Unity. Und zwar, ich habe mal kurz hier die ganzen Outputs deaktiviert, damit man sieht, dass ich immer noch unter dem Limit bin von 240 RF pro Ticks mit diesem Ofen. Der hat auch noch Power, also Kohle. Und hier oben mit dem Solarpanel, also mache ich 31 RF pro Ticks. Klar, ich habe alles deaktiviert, dann war der kurz bei 600 RF pro Ticks. Das lag aber daran, weil ich hier unten hatte ich einen Output und dann habe ich einen Input gemacht. Das hieß, der hat urschnell hier nachgeliefert. Aber das ist ja jetzt nicht in Realzeit. Also 31 F pro Ticks ist es jetzt wirklich bei super Sonnenstand und Kohle hier in dem Ofen. Also bin ich da im Bereich, in dem ich sein darf. Und jetzt muss ich nur überlegen, eigentlich ist es doof, dass ich das so mache. Wir müssen den oben dranhängen oder hinten dran irgendwie. Warte mal, das mache ich vielleicht mal. Damit er nämlich... Oh, wie komme ich denn jetzt am besten... Ach komm, ist ja hell. Keiner da. So. Das heißt, wir machen jetzt hier den Input rein. Always active. Dann können wir nämlich auch... Ups. Ups, ups, ups. Dann können wir auch hier unten wieder sagen, dass das dann Output wird. Nee, war richtig. Und dann zieht er sich auch direkt jetzt hier wieder... Irgendwo bleibt der Strom ja eigentlich dann in dem Kabel stecken, ne? Hier wird es nicht mehr, der produziert. Ah nee, der gibt das hier hinten rüber ab. Und... Irgendwo ist es aber gerade gelandet. Ist egal jetzt. Warte mal, ich mach mal dann hier noch so. Dann ist das nicht ganz so offensichtlich. Egal. Ich wollte mal jetzt gucken, ob wir nicht ins Nether kommen. Ich müsste mal schauen, was ich da für ein Tool brauche, um das abzubauen. Also Ardite und... Wie hieß das andere? Um ein Nillum herzustellen. Kobalt und... Ach, Kobalt. Und Ardite, die Frage ist, mit was kann ich es abbauen? Ich brauche wahrscheinlich irgendeine Pickaxe, die hier schon eine Legierung hat. Ich weiß aber nicht welche. Super vorbereitet wieder. Okay, ich weiß, mit der Iron Pickaxe geht es nicht. Geht es aber auch nicht mit einer Diamant, oder? Ich mache mir jetzt generell einfach mal eine Diamant-Pickaxe. Und ich habe kein Holz mehr. Wenigstens Sticks. Nö. Sind denn hier noch ein paar Bäume? Ich habe die, glaube ich, alle schon... Ne, ich habe die alle weggebaut. Komm, nehmen wir hier die Begrenzung weg. Ich meine, die Welt ist groß genug, also... Oh, was passiert denn da hinten? Bei der Christina. Da, ey, der Bauernhof, das ist ja riesig, ne? Oh, übelst viel Canola. Warte mal, jetzt probieren wir mal was aus. Das ist echt cool, dass das hier mit den Würmern so schnell wächst. Zack. Geht das dann auch für den ganzen Stack? Oh nein, warte mal, das sind ja... Die Canola, die brauche ich ja selber... Nee, ich muss die Seeds da reinballern, ne? Jawohl, das klappt. Jetzt habe ich Crystallized Canola Seeds. Wo packe ich die denn mal rein? Ich glaube hier. Und das packe ich jetzt auch erstmal weg. Brauche ich nicht. Die können wir aber hier hinten mal wieder hinstellen. Ich hänge die jetzt da so in die Luft. Und wir wollten uns eine Dia Pickaxe machen. Ich glaube, das geht nicht. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass ich jetzt ins Nether komme ohne Probleme. Ping ist okay gerade. Habt ihr ja gemerkt, dass ich so ein bisschen Ping-Probleme hatte jetzt zum Schluss. Warte mal. Hui! Oh, eiskalt drüber. Oh mein Gott. Aua. Nether, Nether, Nether. Da. Wie ich mich jetzt geduckt habe, ne? Oh, ja, jemand schon was drumherum gebaut.
Oh, Alter! Das hätte ins Auge gehen können. Komm, lass mich in Ruhe. Weil ich gerade auch Hunger habe. Uiuiui. Ich habe gar keinen Homepunkt. Das geht nicht damit. Okay, da brauchen wir irgendwas von Tinkers Construct. Muss ich auf jeden Fall nachschauen. Boah, Alter, was... Ich riskiere hier gerade richtig viel. Hallo, du kannst es wieder sein lassen, danke. Finde ich jetzt zurück? Ah ja, da unten ist dieser. Boah, ja, krass. Ah, das ist der Digital Miner, der wurde mir auch empfohlen. Da muss ich nur gucken, wie der geht. Oh. Aber manchmal ist das mit diesen Slime-Boots ein bisschen krass. Man darf halt nicht vergessen, dass man die auf hat oder anhat. Auf vor allem. Nee, runter geht's nicht weiter. Ah, da. Juhu. Wir können auch langsam mal hier draußen ein bisschen bauen. Vielleicht machen wir das mal in einem Stream, unseren Weg anschließen und hier so eine Brücke bauen. Das wäre eine Idee. Ach so, ja. Ich gehe mal ins Bettchen. Ich habe übrigens nachgeguckt. Ich weiß jetzt... Ah, hier komme ich ja nicht ins Inventar. Habe ich jetzt abgebrochen? Ja. Diese Stands von Actually Editions, das sind schon die Außenteile gewesen und in die Mitte kommt ein Empowerer. Ja. Empowerer, das ist dieses Teil. Restonia Crystal und das ist ziemlich cool, was bei Actually Editions. Ich glaube, das ging so. Boah, da hätte ich jetzt am liebsten aber schon so eine kleine Rezeptübersicht. Ah, war ja richtig. Und so haben wir dann Restonia Crystal. Das ist mega nice. Einfach nur umgewandelt mit dem Teil. Und dann gibt es da auch noch hier Empowered Restonia Crystal. Ich glaube, wenn ich die reinwerfe, dann werden das zu denen. Kann aber auch sein, dass ich dafür den Empowerer brauche. Aber dann brauchen wir eine Double Battery. Oh, alles klar. Advanced Coil. Gold Nugget Basic Coil. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr von diesem Restonia-Zeug. Ich hab dich gehört. Da sind zwei sogar. Hey, du sollst es da liegen lassen. Gib's mir. Auf den Buckel. Komm doch, wenn du was willst. Oh, da hätte jetzt Blut gegeben, wenn da was drin wäre hier. Da hätte ich Blut da drin. Nein, die nicht. Das muss weg. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den lieber. So, wir gehen mal hier durch. Also erstmal für das Black Quartz. Das fehlt mir natürlich. Oh, da habe ich nur 6. Einmal. So, dann brauchten wir dafür Basic Coil, Gold Nuggets. Oh, sehr gut. Können wir doch... Na, egal, komm. Egal. Zack und zack. Zack, zack. No Re-Crystal. Okay, warte mal. Wir brauchen noch eine Single Battery dazu. Ja, echt? Die können. Ne, die können wir noch nicht machen. Da fehlt Enori Crystal. Und die machen wir mit dem. Ach so, ein Iron Ingot. Alles klar. Oh, wie geil ich das finde, ne?
Ja, komm, wir machen 25. Cool, ich hab Sterne. Wieso renne ich schon wieder hier hin, ey? Ach so, jetzt muss ich ja das nochmal machen. Auch wieder so richtig. Hallo? Ja, der. So, das hätten wir. Oh, da brauche ich einen Display-Stand dazu. Iron Casing brauche ich auch noch. Zwei Stück. Halt. Oh, Sticks. Holz. Warte mal, ich habe doch Setzlinge. Wir pflanzen ein bisschen was an. Ne, Setzlinge hatte ich hier, genau. Oak. Und ein bisschen Knochenmehl. Oh, das ist nicht viel. Hallo? So. Danger, da stand mein Name. Ups, fast drin gelandet. Nein. Oh, der ist schön groß. Ja, das war klar. Kein Platz oder was? Hunger. Hunger, 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 habe Durst. Vor allem das hintere Stück von meinem Grundstück gehört gar nicht mehr zum Stadtgebiet. Was soll denn das? Ja, wird wahrscheinlich dann noch ergänzt, wenn ich eine Grundstücksgrenze habe, eine richtige. Timbermod. Ne, warte mal, der Timbermod war doch, wenn man unten abbaut, dass der ganze Baum dann abfällt sozusagen. Das ist so ein halber Timbermod, dass die Blätter verschwinden. Hat bestimmt auch einen anderen Namen. Oder man kann das einstellen, weiß ich gar nicht mehr, ist uralt. Boah, geil, genau auf der Kante stehen geblieben. Woo, voll der Pro. Ja, das soll reichen, dann habe ich... Ups. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Stehen geblieben. Hier. So, Nummer 2. Kann man die stacken? Sehr gut. Display Stand. Oh! Essig Green Black und Essig Quartz. Okay, das können wir erst nochmal machen hier oben. Der Empower ist dann wahrscheinlich das krassere von denen. Moment, das... muss verschwinden. Ich bin mal gespannt, wie jetzt diese Blöcke gehen. Ne, Moment. Ein Chiseled Quarzblock, also oder generell ein Quarzblock, nehme ich mal an. Block of Quarz, okay. Das ist wirklich ein gechiselter? Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich habe da gar nicht genug. Drei Stück. Das reicht nicht mal. Also, warte. Der ganz normale Block of Quarz. Den habe ich ja jetzt hier. Den brauche ich dreimal. Genau, dann kann ich direkt alle drei da reinpacken. Essig Quarz. Boah, das ist richtig cool. Nee, warte. Wie? Ascetic Quarz. Man muss es ja auch richtig aussprechen. Ich habe generell bei Actually Editions, jetzt habe ich es mal hinbekommen, am Anfang so ein bisschen Fail. So. Den Bogen habe ich immer unten drin, ich nutze den gar nicht. So, wie kommen wir denn noch an so einen schönen Quarzblock dran? Pure Nessa Quartz Crystal. Ja, das ist klar. Chiseling Induction Smelter. Was ist denn das für ein Teil? Pyro Concentrator, woher kommt der denn? Thermal Expansion. Soul Sand und Nether Quarz. Aber Induction Smelter ist auch von Thermal Expansions. Wir haben sonst nichts vom Nether dabei, ne? Leider nicht. Das geht aber bestimmt auch in der Sackmill. Steht noch nicht hier jetzt.
Oh Mann, ich kann jetzt gar nicht bauen. Die Grünen fehlen. Da muss man echt einen gechiselten dann da reinhauen? Okay. Wir gehen noch mal kurz ins Nether. Wir müssen ja nicht dahin gehen, wo es gefährlich ist, wie gerade. Oh, da entsteht auch schon eine Hütte. Ah nee, das kenne ich doch hier unten schon. Da wollte ich mich gerade mal gucken. Ich weiß auch noch gar nicht, wer hier jetzt genau wo ist. Also ich weiß, dass die Christina da ist, weil sie meine Nachbarin ist. Da der LGB-Pixel, glaube ich. Das werden wir dann so im Laufe des Projektes auf jeden Fall noch kennenlernen, wer da wo baut und was baut. Ach ja, genau. Und Axalis baut so eine Art Burg auf so einer kleinen Erhöhung. Warte mal, komme ich da durch? Oh, ich glaube, das war mit Absicht zugebaut. Hä? Nein. Nein, Moment, halte. Gib mal den. So. Ja, ist bestimmt ein bisschen was davon runtergefallen. Tut mir leid. Alter, das ist aber auch eine blöde Ecke hier. Okay. Ich meine, dass aus diesen Dingern in der Sackmill reingepackt auch Quarz rauskommt. Aber wir bauen jetzt erstmal wieder zu. Hatte schon Sinn eigentlich, dass da eine Wand ist, ne? Und ich mache auf, so in der Hoffnung, dahinter kann ich dann abfahren. Okay, also Rückzug ins Stadtgebiet hat er immer so ein bisschen Probleme. Ping ist eigentlich okay. Aber hier ist auch alles gut soweit. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Wo landet das Zeug bitte? Warte mal, wir konstruieren das mal anders. Wir sagen dem hier disabled oder einfach mal non. Dann muss das ja hier drin landen. Hä? Geht das gar nicht? Oder war das, musste man das da reinpacken? Ne, dann kommen ja Nether Bricks raus, richtig? Genau. Okay, Nether Quartz, wie kommen wir da ran? Ach hier, Alloy Smelter, Crushed Quartz oder Nether Quartz Ore. Okay, in der Sack Mill, es geht auch nur mit Nether, mit Block of Quartz. Alles klar, da müssen wir die Nether Bricks holen. Ich werde die Bricks mal offline holen und dann im nächsten Part sehen wir uns an der Stelle. Ich danke fürs Einschalten, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und haut drin, bis dahin. Tschüss.